Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Innistrad Crimson Vowdraft auf diesem Kanal. Ich bin Gerald von Riva, euer Blueberry Badger. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Wir draften jetzt eine Runde, das ist doch immer was Schönes. Also entspannen wir uns und öffnen eine Bombe mit Halana und Alina. Partners, 2-3 First Strike Reach für 4. Klingt ja gar nicht so geil, aber natürlich dann die triggerte Fähigkeit. Zwar vor, also wenn du in die Kampfphase übergehst, ja, dann kannst du erstmal 2 plus 1 plus 1 Counter verteilen und einer Kreatur Haste, also Eile geben. Das heißt, sie kann sofort angreifen. Das ist ziemlich, ziemlich super. Dass das eine Bombe ist, kann man daran erkennen, dass die halt so eine sofortige große Wirkung auf das Schlachtfeld, das Spiel generell hat, wenn sie rauskommt, also schon in der Runde, weil du spielst ja vor dem Kampf aus. Normalerweise spielt man Kreaturen nach dem Kampf, aber in dem Fall spielst du sie vorher, tust direkt 2 Counter irgendwo hin, kriegst wahrscheinlich einen guten Angriff deswegen rein, hast immer noch einen First Strike Reacher zurück, das definitiv relevant ist in der Verteidigung. Und ja, dann kriegst du jede Runde 2 plus 1 Counter dazu, kannst Kreaturen Haste geben, kannst also sehr, sehr schnell das Spiel gewinnen. Also sehr schwer zu schlagen, die Karte. Wenn die mal irgendwie 2-3 Runden gelegen hat, dann kann die Gegenseite das schon fast nicht mehr aufholen. Von daher auf jeden Fall eine Bombe, nicht nur in Rot-Grün. Lohnt sich auf jeden Fall auch zu splashen, wenn du nur Rot oder Grün spielst. Curse of Hospitality hingegen ist keine Bombe. Die Karte kann dir zwar einen Haufen extra Karten ziehen, aber die Bedingungen dafür sind ein bisschen zu hoch. Halana oder Lina macht ihren Job auch, wenn du nicht angreifen kannst. Curse of Hospitality macht nur was, wenn du wirklich irgendwie auch effektiv angreifen kannst. Und selbst dann nicht immer, wenn du vorher Mana ausgeben musst, um das in Angriff zu bringen. Ich glaube nicht, dass das so nice ist. Ich würde eigentlich schon gerne eine rote oder grüne Karte nehmen nach Halana, aber die sind einfach zu viel schlechter, hier die Karten. Also ich denke, dass ich entweder Imprisonment oder einen Gluttonous Guest nehmen sollte. Okay. Pack Nummer 2. Nummer 3. Was haben wir denn hier? Ein Cobalt Lancer. Der ist gut, aber wir haben bis jetzt noch nichts in Richtung Blau. Aber die blauen Karten synergieren schon ganz gut in dem Set hier miteinander, finde ich. Runebound Wolf ist natürlich in Rot-Grün auch richtig gut, weil es ein 2-2 für 2 ist, der halt im späteren Spielverlauf noch ein richtiges Threat darstellt. Aber wenn er nur alleine ist oder so, und du dann für Mana einen Schaden machen kannst, das ist nicht so gut. Aber wie gesagt, im Werwolf-Deck ist das ziemlich nice. Voltaic Visionary ist aber noch besser, ist einfach in allen roten Decks gut. 2 Mana, 3, 1 ist sowieso okay schon. Mit der aktivierten Fähigkeit, dir quasi eine Extra-Karte zu ziehen, dann zum 4-3er-Angreifer, ne, kann nicht mehr blocken, zu mutieren. Das ist gut, das ist gut. Das ist also ein eingebauter 2-for-1 hier schon und ja, ist natürlich ein bisschen aggressiv, wenn du die Karte flippst, aber musst du ja nicht tun. Ne? Du kannst auch einfach einen 3-1er gegen einen 3-2er oder sowas traden. Das ist auch keine Schande. Okay. Pick Nummer 4. Distracting Geist mag ich eigentlich nicht so gerne. Piercing Light auch nicht. Also die würde ich beide spielen in einem weißen Deck, aber die ziehen mich nicht in weiß rüber. Whispering Wizard ist vielleicht schon mal eher etwas, was in Richtung Blau zieht. Wir sehen aber auch noch einen Haufen gute bis anständige schwarze Karten. Gift of Fang, Point Discussion, Rotate Gargantua. Wary Prisoner hier kann man auch drüber nachdenken, vielleicht in unserer Position, aber ja, ich habe es jetzt mal genommen, weil ich auch noch tatsächlich nicht wirklich viel Erfahrung mit der Karte habe, aber ich glaube auch nicht, dass sie gut ist. Hier hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit gerne gehabt zum Überlegen, aber manchmal ist das so. Mark of Retribution ist in vielen roten Decks ziemlich gut, weil du halt einen Kreaturen plus 1 plus 0 geben kannst. Sorcery Speed ist nicht so nice, aber wenn du halt den zweiten Modus auch aktivieren kannst und dann noch eine Kreatur abschießt, dann ist das schon ganz nett.
Recluse, Grisly Ritual sind anständige schwarze Karten. Dollhouse of Horrors hat mich bis jetzt eher enttäuscht. Und Reckless Impulse habe ich aber noch nicht wirklich gespielt. Dabei sieht die Karte eigentlich ganz gut aus. Und dann wäre das doch jetzt mal an der Zeit dafür. Okay, also hier nochmal einen unterpowerten Pick mit Wary Prisoner nehmen, ist glaube ich nicht das, wo wir hinwollen. Adamant Will ist auch keine starke weiße Karte, sodass ich jetzt hier das Imprisonment weiterverfolge. Also weder, ja, also keine rote Karte hier, keine weiße Karte, die ich hier picken will. Cruel Witness hat bis jetzt eigentlich einen echt guten Job gemacht als Threat, und dass es noch Zusatzvalue gibt, dadurch, dass du diese Surveil-Effekt hier quasi bekommst, ne? Direcraft Scavenger ist einfach eine gute Karte. Und Schwarz hat auch offen gewirkt. Und ich würde Rot lieber mit Schwarz kombinieren als mit Blau, glaube ich. Grisly Ritual oder halt hier die feiernden Vampire, ha? Huh? Reckless Impulse. Und Cassic Flamebreather, den wir vielleicht auch mal ausprobieren könnten, auch noch da. Interessant, interessant. Der hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht bis jetzt, der Celebrant, aber wahrscheinlich sollte es hier trotzdem immer noch der Pick sein. Ist eigentlich ein guter Two-Drop, also ein Value-Two-Drop, der aber auch richtig gut angreifen kann. Ja, ist wahrscheinlich richtig, den hier weiterzunehmen, anstatt die beiden Early-Drops. Ich meine, ich mag die teuren Celebrants auch gerne, aber günstige Karten sind immer wichtiger als teure Karten. Sehen immer noch ein Imprisonment, ein Heron of Hope. Groove Rider ist nur okay. Aber lieber in Karten mag ich für Weiß. Stitched Assistant ist auch noch da und Ancestral Anger. Aber ich denke mal, für ein so spätes Imprisonment lohnt sich das schon, ja, nochmal eine weiße Karte zu nehmen. Wenn das, weil das jetzt doch gut sein kann, dass das hier offen ist. Oder wer weiß, nachher spielen wir Rot-Grün und splashen Weiß für Removal. Auch nicht so, als hätte ich das noch nie, sowas noch nie gemacht. Wedding Invitation, Recruit, Mulch. Wedding Invitation ist spielbar. Die Frage ist, wollen wir das spielen? Während wenn wir nachher hier irgendwie Rot, Grün, Splash, Weiß sind oder so, dann wollen wir ein Mulch spielen. Keine Karten, die hier besonders herausragend sind. Boarded Window. Ah, ist so eine. Ich spiel's einfach nicht gerne, weil du kannst manchmal einfach das nicht hinbekommen, dass das Boarded Window da bleibt. Und es ist ein super, super guter Effekt, wenn das da ist. Aber wenn es halt weggeht, ist es halt so übel, dass ich glaube, dass ich da nicht interessiert bin. Ne? Hier nehme ich einen Flame Breather, den will ich sowieso mal ein bisschen mehr in Action sehen auf meiner Seite. Crushing Canopy kann man hier als Sideboard-Karte nehmen oder auch Dawnheart Disciple als anständigen grünen Two-Drop, um diesen rot-grünen Plan vielleicht doch noch im Auge zu behalten, aber wir schauen mal. Hier gibt es jetzt nichts, was ich nehmen muss, Moodgriff, Millipede, was auch immer. Blood Servitor ist, ja, okay, wenn man wirklich ein paar Blood-Tokens braucht, aber da, es gibt viel mehr und bessere bluterzeugende Karten. Okay, Pack Nummer 2, Pack 1. Was haben wir hier? Die Karten für jetzt so Rot-Grün wären hier Mariner, Flourishing Hunter, die sind ganz nice. Für Schwarz haben wir hier Ritual Courier Bat, für Blau Cruel Witness. Und die, ich muss sagen, die Rares und Uncommons hier sind sehr unterwältigend, also Graft Reaver. Ist von 2 Mana 3-3 recht pro Runde, klingt, ist es ehrlich gesagt nicht so gut. Frenzied Devils, ja, sieht irgendwie witzig aus, aber ist einfach dann als 5 Mana 3-3er zu klein für den Anfang. Crawling Infestation habe ich noch nie wirklich gute Arbeit machen sehen. Schon Arbeit machen sehen, aber irgendwie nicht genug. Irgendwie die Decks, die das spielen, können nicht so wirklich von diesen Tokens profitieren. Aber Foreboding Statue ist immerhin okay. Ist ein farbloser Pick, was ich sowieso dann ein bisschen lieber mag, wenn ich noch nicht genau weiß, in welcher Farbkombination ich lande. Außerdem hilft es uns, Halana und Alina zu splashen, wenn wir das nachher müssen.
Ja, das ist eine anständige Karte. Nur wenn du die halt spät topdeckst, ist die halt echt nicht gut. Deswegen willst du ein bisschen vielleicht die eher in Decks haben, wo du auch Blut herstellen kannst, damit du sie später abwerfen kannst, wenn du sie spät siehst, weil dann ist die, wie gesagt, echt ziemlich unterwältigend. Honeymoon Hearth war auch ziemlich unterwältigend bis jetzt, muss ich sagen. Grolnok, ich meine, wir könnten Rot-Grün spielen und noch Grolnok splashen, das ist natürlich witzig, aber ist das super gut, ist auch die Frage. Huh? Boah, das ist echt kein gutes Pack. Also der Bloodseeker ist noch cool fürs Blooddeck, aber wir haben eine schwarze Karte, bin mir nicht so sicher. Okay, Rot-Grün könnten wir mit Weaver of Blossoms weiterverfolgen. Weiß mit Heron of Hope. Aber ich denke mal, ich nehme hier einfach den Magma Parmalar und bleibe in Rot. Der ist nicht super effizient, aber ist ganz nice. Wenn du nachher ein paar Mana reinstecken kannst, dann hast du irgendwie einen 6-Mana 4-4er, der nochmal 4 Damage schießt, wenn er stirbt. Das ist schon ganz nett. Und wie gesagt, wenn du ihn zum 4-Mana 2-2er machen musst, tradet er immer noch mit einem 4-4er. Also die Karte ist sozusagen eigentlich immer okay. Meine als 3-Mana 1-1er wahrscheinlich nicht, aber so ab 4-Mana kann man auf jeden Fall, ist die Karte keine Schande mehr. So, okay, interessant, interessant, wie das hier weitergeht. Wir hätten hier noch einen Restless Bloodseeker und wie gesagt, er ist in Schwarz-Rot schon ziemlich gut. Wir haben Fierce Retribution, könnten sozusagen noch mehr, könnten rot-weißes Control-Deck bauen uns. Und versuchen dann irgendwann im Late Game mit Halana und Alina zu gewinnen oder irgendwie in der Luft. Aber es gibt eben auch hier noch einen Haufen schwarze Blutkarten. Das ist natürlich alles irgendwo in. Nee, die Karte würde ich definitiv nicht nehmen. Nehme jetzt mal diese Idee. Ich wollte sagen, vom weißen Deck. Ach, die beiden Imprisonments haben mich dazu getrieben. Dabei wollte ich schon die schwarzen Karten nehmen. Jetzt bekommen wir Angie und Angie ist eine Bombe. Also nehmen wir die Bombe. Und wünschten uns, wir hätten in den letzten zwei Picks uns ein bisschen früher für Blut entschieden. Aber wie gesagt, man weiß ja nie so ganz genau, was kommt. Das heißt, wir nehmen das Weiß für jetzt gerade mal raus und sehen dann ein spätes Valorous Dance, ha? Huh? Oi, 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 was ist. Was wollen wir hier machen, ey? Was wollen wir hier machen? Es sollte auf jeden Fall irgendwas mit Fixing zu tun haben, deswegen werde ich jetzt hier einen unbeliebten Pick nehmen und Honored Heirloom nehmen. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach Valorous Dance nehmen und irgendwie die ganzen weißen Sachen einbauen und dann sagen wir scheißen irgendwie auf Halana und Alina und machen irgendwie ein Mardu-Deck, ne? Also weiß, rot, schwarz oder so. Okay, das tut ja schon ein bisschen weh. Aber ehrlich gesagt, Diagraph Scavenger, das ist auch kein schlechter Pick hier. Ist eigentlich nicht schlecht. Rotthide Gargantua ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die schwarz-roten Decks vorantreibt. Swarbrick Wolf, wenn wir rot-grün spielen, wollen wir das, aber wollen. Ja, ich meine, es könnte durchaus sein, dass wir Angie splashen und die Scavengers einfach rauslassen, ne, und halt rot-grün-Base spielen. Möglich ist es. Rookend Mariner ist sexy, aber ehrlich gesagt, da wir jetzt gerade das Weiß auch rausgenommen haben, brauchen wir jetzt Interaktion. Und dann ist das Grisly Ritual eine gute Ausrede dafür, um sich jetzt hier auf Schwarz-Rot festzulegen. Ja, keine hervorragenden Picks. Wir müssen vielleicht nachher ein paar spielbare Karten zusammenkratzen, aber das wird schon. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Hearth. Wenn wir einen Haufen billige Kreaturen und Tokens haben, vielleicht. Ansonsten lieber nicht. Late Dress auf keinen Fall unser Payoff. Ist ja Piercing Light noch die wahrscheinlichste Karte. Wir haben echt einen Haufen weißen Removal hier. Müssen wir mal schauen, wie wir das gleich bauen. Aber passt nicht ganz alles zusammen. Alles ein bisschen durcheinander hier.
Aber wir kommen schon hin. Ah ja, und jetzt machen wir eine blaue Bombe auf. Na gut, die können wir jetzt nicht mehr nehmen, aber das ist schon okay. Nehmen wir uns einfach einen Felsdinger, ha? Ist eine schöne Karte. Und wie gesagt, machen hier den Sack zu. Ja, wir nehmen Schwarz-Rot. Machen das Beste draus mit unseren beiden Bomben. Weil ansonsten ja, nehmen wir Wolfstrike. Wie gesagt, bauen dieses grün-rote Deck. Wofür wir aber nicht wirklich Anreiz haben, finde ich. Okay, Joa. Joa. Toxic Scorpion, Doom. Naja, Toxic Scorpion ist jetzt raus. Blood Servitor am Ende, weil wir Angie haben und da Kram machen wollen. Schon ganz schön wenige Vampire dafür, dass wir in den Vampirfarben sind. Ich bleib bei meinem Dissenter, ist jetzt auch ein guter Pick mit dem Felsdinger, aber. Aber ja, okay, na, spätes Abrade, das ist immerhin mal so etwas wie eine Belohnung dafür, dass wir uns zumindest hier auf Rot halt festgelegt hatten. Noch ein Flame-Blast-Bow, das ist ziemlich cool. Ich würde auch das Catapult-Fodder nehmen. Das kriegt man meistens irgendwie zusammen. Also es ist wirklich tatsächlich nachher in fast jedem schwarzen Deck eine gute Karte. Hatte ich am Anfang nicht gedacht. Aber ehrlich gesagt, 3 Mana, 1-5er ist schon tatsächlich so ein ordentlicher Blocker, dass man zumindest in defensiven Decks sowieso immer über einen 3-Mana 1-5er nachdenken kann. Fast immer. Ja, aber hier, wie gesagt, Flame Breather, Mind Leech Goal, Catapult Fodder wäre auf jeden Fall der nächste Pick nach Flame Blast Bolt. Aber günstiger Removal ist schwer zu schlagen. Wir haben 14 Kreaturen, wir müssen also die nicht priorisieren. Wir können hier einfach noch ein Grisly Ritual nehmen. Wir haben zwei Ramp-Spells, dann sind 6 Mana Removal Spells auch nicht so ab vom Schuss. Außerdem haben wir dann schön hier so ein bisschen günstigen Removal und dann hier nochmal Top-End teuren Removal. Das passt schon. Okay. Noch ein Grisly Ritual ist mir dann auch zu viel. Noch ein Singardas Imprisonment ist natürlich witzig. Tut ja da Ancient Lumbernaut irgendwas für uns? Wir haben hier eigentlich nur den Flame Breather. Die Scavenger. Ja, der Wary Prisoner, er hat ja noch Defender, kann ja dann auch nicht angreifen. Ja, die werden alle so ein bisschen stärker dadurch. Aber so richtig was macht das nicht aus. Oh, jetzt habe ich den Pick verpasst. Ja, ich glaube nicht, dass das furchtbar relevant war, aber es war auch nicht komplett egal. Hier glaube ich, dass tatsächlich Blood Servitor der Pick ist. Ich meine, wir könnten mal einen Vampire's Kiss ausprobieren, ob das vielleicht doch. Ja, komm, wir probieren mal einen Vampire's Kiss aus. Wie gesagt, die Karte sah eigentlich unspielbar aus und dann wurde sie schon für guten Effekt gegen mich gespielt, wo ich mir dann so gedacht habe, was ist los? Noch ein Scavenger. Ich meine, ich liebe Scavenger. Wir haben schon einen Haufen Karten da. Wollen wir nicht noch so einen Impulse uns mitnehmen? Ah, wir haben auch eine Menge Ramp. Scavenger sind einfach super. Sogar wenn man die manchmal ausspielen muss, ohne den Drain zu bekommen, haben die trotzdem noch ordentliche Arbeit gemacht. Cartographer's Survey möchte ich nicht spielen, auch wenn es theoretisch ein Ramp-Spell ist. Okay, Blood Servitor. Crushing Canopy fürs Sideboard theoretisch. Und Flame Breather, Disciple. Gucken mal, ob wir den vielleicht damit nicht vielleicht einen aggressiveren Two-Drop ersetzen, weil wir jetzt doch nicht so aggressiv werden. Was auch immer. Irrelevante Picks, ja. 3 Grizzly Rituals sind mir dann noch zu teuer. Apropos zu teuer, ich glaube, auf den Pyre-Spawn können wir auch verzichten. Wir haben zwei mal Fixing plus Ramp. Es klingelt gerade an der Tür, ich muss kurz aufmachen. So, schauen uns gleich die Mana Base nochmal genau an. Jetzt treffen wir mal noch ein paar letzte Entscheidungen hier. Wir haben zwei Vampire, uiuiui, inklusive Angie. Eieiei, okay, aber wir haben noch ein paar andere.
Blut, Produzenten, zwei Grisly Rituals, Vampire's Kiss, Blood Petals Celebrant und Blood Servitor. Ja, genau. Angie macht selber auch welche. Okay, das ist echt nicht super, super viel. Ich würde ja schon deswegen gerne den Blood Servitor halt spielen, einfach um mehr Blut zu haben. Aber nur wegen Angie ist natürlich die Frage, ob das so richtig ist. Wir haben super viele Two-Drops, was gut ist, wirklich. Ich denke mal, wir können einfach die Wedding Invitation cutten, weil wir haben keine Vampire oder kaum Vampire. Und ja, wir haben Angie, die hat zwar viel Power, klar, das ist natürlich nice, die mit Lifelink durchzubringen, aber ich glaube nicht, dass das wichtig sein wird für unseren Spielplan. Das hier wären eher die 17, die 23 Karten, die ich spielen will. Ja, und dann noch die Länder. Die Länder, ha? Also. Du weißt hier, ne, wer wohl das, was ich sage, dass das so der Standard ist. Mehr willst du eigentlich nicht machen, ne? Also du willst 8 Quellen von deinen Hauptfarben haben. Hier könnte man jetzt noch sagen, na ja, wir wollen vielleicht mehr Mountains haben, aber schon deutlich mehr rote Karten als schwarze Karten haben. Aber wir haben immer noch Karten, die wir auf 2 ausspielen wollen in Schwarz. Und wenn wir hier 9, 7 gehen, dann haben wir schon ein paar wenige Swamps im Deck. Aber wir denken gleich nochmal drüber nach. Das sehe ich schon noch als Möglichkeit. Wie gesagt, bei so einer hohen Anzahl von roten Spells zu sagen, dass man hier 9 Mountains haben will, ist wahrscheinlich schon vernünftig. Vor allem, also Reckless Impulse kann man ja ruhig oder besser sogar noch später spielen, aber halt Flameblessed Bolt und Abrade, das muss einfach verfügbar sein, ne? Doppelrot auch noch hier mit dem Pamla. Wir haben kein Doppelschwarz. Ja, das deutet alles in die Richtung eher 971. Ist halt nur die Frage, ob das eine reicht, aber muss irgendwie. Wir haben noch 2 weitere Quellen dafür. Wir haben Blut, womit wir halt durch unser Deck graben können, um den Forest zu finden. Das Problem ist halt, wenn irgendwie unser Forest gemillt wird von der Gegenseite, ja, dann müssen wir uns auf die Statue oder das Heirloom verlassen und die Statue kann man töten. Also es könnte ein bisschen knapp werden, aber einmal Evolving Wilds hat diesem Deck wirklich sehr, sehr, sehr gut getan. Es ist auf jeden Fall nicht das typische schwarz-rote Deck. Ja, wir sind nicht das Vampir-Deck, was lauter Bluttokens macht, wo Angie auch am allerbesten wäre. Aber die ist so auch ziemlich super. Wie gesagt, wir haben ja durchaus weitere Blutproduzenten hier. Von daher, ja. Und ich meine, 4-5er für 4, die einen Bluttoken macht und quasi für 2 drainen kann. Also, das ist schon ziemlich gut. Das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Das sieht man wahrscheinlich direkt, dass das eine sehr starke Karte ist. Ja, aber wie gesagt, ist nicht das übliche schwarz-rote Deck. Haben jetzt auch nicht so viele. Wir haben jetzt auch nicht so viele Non-Creature-Spells. Die Frage ist, ob die Flame Breather so gut sind, aber schauen wir mal. Ich würde sagen, ich lasse es da durchaus mal auf einen Versuch ankommen. Sideboarden können wir eigentlich nicht so richtig super. Ich meine, wenn wir wollen, können wir einfach zu einem weißen Deck switchen oder können nachher ein Mardu-Deck hier draus machen, machen Halana und Alina raus. Zweimal Imprisonment plus Retribution rein. Noch ein Griffin Cavalry oder so als Random Win Condition. Keine Ahnung. Scheint mir hier nicht richtig zu sein. Ich denke mal, das ist so, wie wir das Deck bauen sollten. Ob wir hätten vielleicht ein bisschen früher in Schwarz reingehen sollen, das kann ich mir schon vorstellen. Dass das die richtige Entscheidung gewesen wäre. Also, wie gesagt, ich sage das gerne, betone das gerne öfter. Entscheidungen abwägen in Magic. Es ist ja nun mal so, dass immer eine sehr große Varianz da ist, sowohl im Draft als auch beim Spielen. Es sind einfach so viele Zufallselemente drin.
dass du einfach nicht, also fast nie sicher sagen kannst, dass dieser Spielzug anstatt von diesem Spielzug der bessere ist. Und du musst das anhand vom Kontext, also vom Kontext von dem, was bereits in dem Spiel gespielt wurde, im Kontext davon, was die Farben in dem Format haben, also die Karten, die du kennst aus dem Format und so weiter machen. Also das musst du alles beachten und dann sozusagen, ja, einfach abschätzen, was ist hier vermutlich das Beste zu tun. Und die Entscheidung, also ob die Entscheidung gut oder schlecht war, das mache ich nicht davon abhängig, ob ich gewinne oder ob diese Entscheidung zu einem guten Ergebnis für mich führt, sondern davon, von den Informationen, die mir zu der Zeit, als die Entscheidung hatte, zur Verfügung standen und ob ich die richtig eingesetzt habe. Ob ich quasi die logischsten Schlussfolgerungen gezogen habe aus den Informationen, die mir zur Verfügung standen und entsprechend gehandelt habe. Deswegen, wie gesagt, schaut nicht irgendwie nachher hin, oh mein Gott, an der Stelle, oh, ich habe dem seine Kreatur nicht getötet, und ich habe verloren am Ende. Hätte ich die mal besser früher getötet, direkt als ich sie gesehen habe oder so. Das ist halt falsch, so zu denken. Vielleicht hast du verloren, weil du diese Kreatur nicht getötet hast, aber das heißt nicht, dass das die falsche Entscheidung zu dem Zeitpunkt war eben, ne? Also darauf wollte ich nochmal hinaus. Wie gesagt, ihr habt eh schon alle weiter geschaltet, denen da zu viel Gelaber ist. Wir starten das Deck mal so rein. Wir haben ein bisschen Power und dreimal Diagraph Scavenger geben mir irgendwie ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Vielleicht sogar ein bisschen Card Advantage, den wir gut machen können. Wir haben nicht so viel Removal, aber wir haben Removal für große Kreaturen, also Unconditional Removal. Wir haben Removal für kleine Kreaturen. Wir haben vier günstige Karten zum Überleben. Da sind ein paar gute Elemente auf jeden Fall drin vorhanden. Ich sage, ob dieser Wary Prisoner hier so gut ist, sehen wir mal. Ja, damit starten wir rein. Also vielen Dank bis hierhin und bis gleich in der ersten Runde. Hallo und willkommen in Runde Nummer 1. Wir sind hier on the draw mit einer Hand, die natürlich Mountain vermisst. Wir haben den Blood Servitor für Runde 3 so oder so. Also auch wenn wir nur einen Swamp oder, wer weiß, nach unserem Forest nachziehen. Das ist schon ziemlich blöd mit halt 2 Swamps und 3 roten 2-Drops auf der Hand hier dazustehen. Auch wenn wir einen schwarzen 4-Drop und einen farblosen 3-Drop haben. Aber ich denke mal, wir starten damit. Ich sollte wahrscheinlich häufiger ein Mulligan nehmen, aber ich lerne halt sehr langsam und von daher machen wir das. Ich nehme aber einfach so ungern ein Mulligan im Limited. Also, und ich spiele kein Constructed, deswegen ich nehme ungern Mulligan. Also, wie gesagt, jetzt 2 Swarms nachzuziehen ist, nicht das Geilste. Aber okay, wir können den Servitor gegen den Scorpion oder so trainen. Aha, da taucht ja doch jemand auf, huh? Wie gesagt, ich würde mit Kuss an meinen Blood Servitor hier gegen irgendwas traden, damit ich meinen Scavenger nächste Runde für Value ausspielen kann. Wenn wir einen Mountain nachziehen. Ah, super. Und setzt Tricks ein, klar. Ich liebe es. Bitte, 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 setz deine ganzen Karten für irgendeinen Unsinn ein, wie hier. Das ist gut. Da fressen wir unseren Blood Servitor auf. Denn wir möchten den Drain bekommen. Ja, damit haben wir schon alles wieder gut gemacht, was hier an Leben verloren wurde. Das ist ja perfekt. Jetzt können wir nämlich 2 2-Drops ausspielen diese Runde und nächste Runde wahrscheinlich sogar ein 4-Drop und ein 2-Drop. Das ist ja super. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das Blut hier einsetzen will, auch wenn wir das extra Mana haben. Weil wir hier so effizient arbeiten können. So, jetzt spielen wir den Scavenger natürlich eben nicht, weil nichts gestorben ist. Ich denke mal, wir hauen hier einfach unsere 2-Drops raus. Wir haben ja nichts, was wir hier unbedingt upgraden möchten. Frage ist, ob wir den Scorpion irgendwie wegtraden wollen, damit wir was zum Futtern haben.
Und künftige Wolf-Strikes von der Gegenseite, also drei Mana, eine Kreatur von dir fügt einer anderen Kreatur Schaden in höherer Stärke zu, ist ja ziemlich gut mit dem Toxic Scorpion, weil der ein Death Toucher ist, ne? Und von daher die Kreatur sofort tötet, egal wie viel Toughness die hat. Aber wir haben halt zumindest noch nichts, was wir beschützen möchten, ne? Wir haben halt Kreaturen, die wir ziehen wollen, die wir ziehen können, die wir beschützen möchten. Ich glaube, ich nehme den Trade. Der Ridwolf macht auch nicht so viel für uns, wir haben hier keine Wölfe. Also es ist wirklich nur ein 2-2er hier. Ja. Ich glaube, ich mache das. Wir haben noch nichts, das wir upgraden möchten, deswegen brauche ich auch hier nicht meine 6 Mana. Joa. Wollen wir jetzt Impulsen oder lieber... Lieber warten und den Scavenger ausspielen. Okay, es sind eh nur zwei Länder. Das spielt sich ja dann perfekt. Angriff mit dem Scavenger. Und dann Scavenger Nummer 2. Und wir fressen den Skorpion auf. Ich meine, die Gegenseite ist Mana Scrooge schon ewig lange. Klar. Aber ich finde, dass man auch so schon gesehen hat, dass die lieben süßen Zombiebärchen hier auch wirklich gute Arbeit machen. Zombiebären fressen hier und dort und überall. Ich kann leider nicht so gut improvisieren hier offensichtlich. Ja, was haben wir gesehen? Witch's Web, Sporeback Wolf und Toxic Scorpion, huh? Rot-Grün mit Combat-Tricks. Ein Flying Spire Spawn gut dagegen. Aber ich weiß es nicht so recht. Nein, wir könnten uns überlegen, ob wir so Sachen, die jetzt halt keinen Board-Impact haben, ob wir da vielleicht irgendwie was ändern möchten. Das ist manchmal ein bisschen schlecht, wenn man da on the draw ist gegen ein Beatdown-Deck. Aber die beiden Karten helfen auch irgendwie dabei. Also Impuls nicht so sehr, aber es ist halt so guter reiner Card-Advantage. Aber auf Vampire's Kiss gleicht das ja schon irgendwie aus. Ich will die Karten auch weiter ausprobieren, also wir lassen das mal so. One-Lander on the draw, ha? Da muss ich leider selbst ich den Mulligan nehmen. Das behalte ich. Hier werde ich ziemlich greedy sein und den Rich Wolf zurücklegen. Ja, naja. Ich habe eine Verwendung für alle anderen Karten, nur Rich Wolf ist ziemlich ersetzbar. Wäre es der einzige Toon Drop, würde ich ihn behalten, aber da wir den Celebrant haben. Ja, und ich denke mal, dann ist danach für die Runden auch unser Mana. Können wir das zumindest ausgeben, ne? Heirloom, Pamela, irgendwo zwischendurch den Bolt. Ja, irgendwann müssen wir dann noch. Wir haben uns schon Hallo gesagt. Wir haben uns schon Hallo gesagt. Da ist mein drittes Land für das Heirloom. Das heißt, wir können Heirloom ausspielen und Bolt offen lassen, was gut ist. Gegenseite behält offensichtlich auch problematische Hände. Da sind wir wohl nicht die Einzigen. Naja, dann beschweren wir uns nicht. Naja, ein bisschen beschweren will ich mich schon. Ich würde schon gerne lieber Magic spielen, als einfach zweimal gegen, als zweimal hier gegen jemanden zu gewinnen, der einfach, ja, alle Landdrops verpasst, ha? Ach, aber nichts schlägt gestern, ey. Gestern hatte ich, glaube ich, das
komischsten Draft, ey. Der war irgendwie innerhalb von 20 Minuten vorbei, weil ich irgendwie in der ersten Runde komplett Mana-Screwed war. Oder es war so eine Mischung aus ein bisschen Mana-Screw und die Gegenseite einfach brutales Decken mit einem brutalen Draw gehabt. Also irgendwie das erste Match innerhalb von Minuten wurde ich vernichtend geschlagen. Match 2 hat die Gegenseite einfach aufgegeben, hat irgendwie ein Land ausgespielt, Good Game gesagt und aufgegeben. Und Match 3 habe ich dann irgendwie relativ schnell gewonnen oder so. Und das war dann irgendwie nach 20 Minuten war das Ganze vorbei. Und ich so, hä? Okay. Was war das denn jetzt für ein Draft? Ja. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar richtige Spiele gleich spielen. Aber das wird schon. Also, ja. Macht euch bereit für die richtige erste Runde gleich. Ja, willkommen zurück hier. Tja, offizielle zweite Runde. Inoffizielle erste Runde. Da möchte man on the play sein. Ich meine, wenn wir ein bisschen Druck machen können, machen wir das gerne, auch wenn sich offensichtlich nicht alle unsere Kreaturen dafür eignen. Aber hey, das hier ist eine schöne, günstige Hand. Das mag ich ja schon. Viel Removal. Value-Kreaturen. Das gefällt mir. Oh, ich fange ja auch mit dem Flame Breather an. Aha. Das ist ja wahrscheinlich ein Flame Blast Bolt hier. Ne? Dieser Stopp. Verräten, dass die Gegenseite einen Instant hat und da gibt es nicht viele für ein Rote. Das heißt, unser Doom Dissenter wäre, der stirbt dann einfach. Das ist aber auch nicht wild. Ist eigentlich total in Ordnung. Ich spiele jetzt aber einfach Honored Heirloom und lasse meinen Flame Blast Bolt offen, weil die Gegenseite hier ja einen furchtbaren Angriff hat in meinen Flame Breather, ne? Aber eventuell mit einem Combat Trick dazu verleitet wäre, da das zu machen und dann können wir hier sehr schön antworten. Leute. Combat Tricks nicht ins offene Mana rein. Ja. Schöner Tufo. Gut, es sei denn, die Gegenseite hat jetzt noch einen Combat Trick. Das kommt natürlich auch vor. Aber ja. Das war kein guter Plan von der Gegenseite. Paxon Pub, okay. Das ist eine starke Kreatur zugegeben. Aber die können wir auch einfach töten. Er kann ja nächste Runde nicht um mehr als 1 wachsen und Braid macht ja 3 Damage. Also hier würde ich jetzt wirklich einfach nochmal 2 Kreaturen ausspielen. Am liebsten einfach weiter auf dem Board vorne sein und dann, ja, arbeiten wir hier weiter mit unseren Braids und Impulses. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall ganz froh, denn... haben wir hier einen Angriff? Schon irgendwie? Ich glaube, wir wollen hier angreifen. Ja. Und Vampire's Kiss. Nochmal 4 Damage mit 2 Flamebreathern draußen. Mache ich so ein bisschen das, was mir angetan wurde im letzten Draft, im ersten Match. Schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ein sehr interessantes Deck, was die Gegenseite da spielt. Unser Deck ist natürlich auch immer super interessant, aber ich wollte es nochmal herausheben. Tja, wie gesagt, wir haben Paxon Pub jetzt nicht getötet und Paxon Pub kann natürlich das ganze Spiel überwachsen, also und Leben dazu bekommen, also ist durchaus nochmal eine Kreatur, die auch weiterhin relevant sein kann. Dann machen wir hier den Impulse, ja, wir haben Erlum offen. Ah ja, okay, klar, dann machen wir das hier. Greifen weiter an für ein kleines bisschen Schaden. Und ja, den Forest müssen wir ausspielen, aber alle weiter... Na, was heißt müssen? Ja, eigentlich nicht so dringend. Ja, wie gesagt, Paxon Pub wird mit der Zeit sehr nervig. Ah ja, okay, das hier sehe ich natürlich lieber. Ein Swamp, den ich abwerfen kann. Non-Creature Spell. Oder Halana und Alina. Ah, Grizzly Ritual, okay. Oh, wir haben ja genug. Nice. Oh, kommt die Gegenseite 3 Leben zurück. Ist nervig, aber verkraftbar.
Wir haben ja mit Angie noch mehr Möglichkeiten zu drainen, um in die Richtung noch weiter zu gehen, um so zu gewinnen. Oder eben mit Helena und Elina auf dem Board zu gewinnen. Joa. Wollen wir den Dissenter hier reinschicken, ist die Frage. Naja. Na, muss nicht sein. Wahrscheinlich hätte ich für den einen Damage hier doch noch angreifen sollen weiter. Die letzte Runde ist ja eigentlich dieselbe Situation, aber es ist halt auch noch offenes Mana. Ich will den Flame Breather gerade nicht verlieren. Für einen Damage. Vielleicht ist es relevant, vielleicht nicht. Schauen wir mal. Erlum hat ja auch noch einen geheimen zweiten Modus. Wir können noch was exilen, falls die Gegenseite hier noch irgendeinen Flashback-mäßigen Kram austritt. Oh, Felsdinger, danke. Oh, ist das geil. Ah, was für ein geiler Draw. Oh. Ja, manchmal, wie gesagt, manchmal, das ist wie gesagt nicht das super synergistische Schwarz, schwarz-rote Blutdeck, aber wir haben eben auch das, was man eben Mikrosynergien nennt, einfach zwischen mehreren Karten. Das ist zu spät gewesen. Die Gegenseite hätte. Jetzt habe ich ja schon, jetzt ziehe ich ja meine Karten schon, jetzt mache ich schon mein Dings. Naja, Sequencing nennt man das. Also in welcher Reihenfolge man die Sachen spielt. Grisly Ritual ist super. Wollen wir diesen Rich Wolf hier haben? Ja, ich meine, der macht aktuell schon noch was, ne? Durchaus. Foreboding Statue. Müssen wir natürlich weiterhin tappen. Und dann nächste Runde auch austappen. Sag mal, will ich hier das Ritual einsetzen und einfach gewinnen? Oder versuchen wir den langen Weg zu gehen? Ich sag, wir gewinnen einfach. Das sieht so nach einem so fantastischen Angriff aus. Das Einzige, was hier sein könnte, wäre, dass hier dieser Flash-Dude ist, aber das ist nur ein 3-3er. Nee, obwohl, der wäre jetzt ein 6-3er, wenn es Nacht ist, hä? Der hätte jetzt aber auch nicht mehr so viel gerettet. Hätte irgendwie den gefressen. Gegenseitig wäre auf 5 gegangen. Der ist natürlich ja nicht angegriffen. Die wäre dann zum 5-5er geworden. Ich habe noch so viel Blut und noch mehr Sachen zum Auslegen. Aber ich meine, hier hätte auf jeden Fall nochmal was passieren können. So, Flameblast Bolt, Packs on Pub, Lacerate Flash, Ballista Watcher, Flameblast Bolt. Uiuiui, okay. Jede Menge Flameblast Bolts. Können wir da etwas gegen unternehmen? Schwerlich. Ist leider gut gegen unseren Dissenter. Und halt irgendwie auch gegen den Flame Breather, weil die Gegenseite einfach rein angreifen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir was an der Anzahl unserer Two-Drops unbedingt verändern sollten. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil man kann sich halt über Decks, die halt nicht fliegen oder sowas, da kann man schon mal drüber nachdenken, so ein Pyre-Spawn mit reinzunehmen. Um einfach den Boden freizuhalten und dann ein bisschen Value zu bekommen, wenn der stirbt. Ist nicht die schlechteste Karte. Ich meine, unser Grisly Ritual ist gerade on the draw ein bisschen sehr langsam, wenn die Gegenseite halt nicht versucht, die Fetties auszuspielen. Aber wer weiß, es könnte ja auch passieren. Und wir haben auch drei Direcraft Scavenger, die eben einen sehr guten Job damit machen, halt zu stabilisieren, einfach, ne, durch das Leben und das Death Touch. Sagt mir doch mal gerne, ob ihr hier was ändern würdet. Aber ich denke mal, ich belasse es so. Ich meine, wir sind ja schon halbwegs defensiv ausgerichtet. Von daher sollten wir auch nicht so viel ändern müssen hier. Ja, okay. Ne? Solide Hand und eine Bombe hier am Start, die ja auch von der Lacerate Flash nicht getötet wird. Das ist natürlich ziemlich cool.
Free-Drop dazwischen, finde ich natürlich nice oder sowas hier. Aber ja, gut. Guter Start. Wie gesagt, mit einem Flameblast Bolt, deswegen picke ich den so hoch, weil mit dem auf der Starthand fühlt man sich einfach gut. Ja, wir lassen das zu, dass unser Doom Dissenter hier geboltet wird. Weaver of Blossoms, ja, den können wir jetzt nicht so leicht töten. Oh, machen wir mal Reckless Impulse. Okay, bin ich super glücklich damit, wie das hier geworden ist, aber in Ordnung. Ich glaube, wir müssen das Erdum spielen wegen Halana und Alina. Okay, jetzt wirklich drücke ich einfach nur die Daumen, dass die Gegenseite ähnlich brickt wie ich. Nein, verdammt. Natürlich. Natürlich gut erwischt hier. Okay, ein Wolf und ein Mountain. Nice. Nice. So gefällt mir das Ganze. Ja. Scavenger, ha? Huh? Scavenger oder Heirloom? Es muss einfach das Heirloom sein. Mann, was tut weh. Es ist einfach richtig, Helena und Alina hier rausbringen zu können. Ich meine, Lacerate Flash könnte die Gegenseite ab jetzt schon haben. Oder irgendwas, Braid oder so offen. Aber ja, wir können die jetzt einfach hier ausspielen und die fangen an, uns super geiles Value zu machen. Mm. Was willst du da machen? Selbst wenn die jetzt stirbt, wir haben zwei Counter hinterlassen. Dormant Grove ist ziemlich stark, okay. Aber das verteilt nur einen Counter pro Runde. Wir verteilen zwei. Ja. Okay, ja, wir haben 6 Mana, Angie plus Blood Petal Celebrant. Das, da gibt's nicht so viel drüber nachzudenken. Außer, dass man vielleicht den Scavenger spielen könnte. Das wird auch ein Speedrun. Das wird ein Speedrun, Leute. Okay, alles klar, dann, Herausforderung angenommen. Sofort geht's weiter mit der nächsten Runde. So, Runde Nummer 3 hier am Start mit einer, ja, schönen Starthand. Nicht wunderschöne, keine Interaktion oder so, aber eben Kreaturen zum Ausspielen die ganze Zeit. Und ja, dann behalten wir das. Und apropos Speedrun, naja, nicht wirklich, aber apropos Sachen. Ich überlege ja schon mal ab und zu, was ich so für so Spezialdrafts oder sowas machen kann. Ich habe da auf jeden Fall ein paar Ideen, wie zum Beispiel halt Speedrun-Draft, dass ich wirklich mal versuche, so schnell zu spielen wie möglich, anstatt halt wie üblich, wo ich halt alles erkläre und über jeden Pick und jeden Spielzug versuche zu reden oder fast jeden. Das wäre meine Möglichkeit, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel ihr jetzt davon habt, weil ich ja denke, irgendwie ist das ja der Sinn der Sache, dass ich hier Sachen erzähle, ne? Hier Flame Breather natürlich, wegen dem 2-1er First Strike kann ich da rein angreifen, während der Celebrant sowohl in Ritual als auch Celebrant angreifen kann. Der Temperer ist okay. So richtig effizient werden wir hier wohl nicht spielen können, ha. Huh? Aber ich kann jetzt einen 2-Drop spielen und nächste Runde Heirloom plus ein 2-Drop, das wahrscheinlich. Also jetzt eine 3-Drop, nächste Runde Heirloom plus 2-Drop. Ist wohl der Plan, ja. Genau, also eine Möglichkeit wäre so Speedrun-Drafts oder schneller Draft dann halt, ne? Mein langsamer Draft, den mache ich bestimmt auch eh nochmal. Wo wir also den Quick-Draft spielen, wo wir also keinen Timer haben. Autsch. Gib mir jetzt irgendeine Interaktion, damit ich den Assistant oder Celebrant abschießen kann, bevor der hier in die Lüfte geht. Ich kann zumindest mit dem Servitor hier angreifen. Das ist nicht schlecht. Ähm.
Und eine andere Idee wäre den Pauper Draft, also dass ich nur Commons nehmen darf. Finde ich auch eigentlich gar nicht so uninteressant, die Idee. Und was hatte ich noch? Was hatte ich denn noch? Falls ihr da noch irgendeinen Vorschlag habt oder falls euch davon irgendwas anspricht, dann sagt doch gerne Bescheid. Trade ich hier meinen Flame Breather und Celebrant für den Puppeteer. Vielleicht muss ich das, ha? Nehme ich 8. Ist unangenehm. Aber hier zu blocken ist halt auch sehr unangenehm. Aber ich habe noch mehr Kreaturen auf der Hand, während ich nicht weiß, wie es mit Interaktion aussieht. Und wie gesagt, dieser Flieger hier droht an, mir Probleme zu machen. Bin nicht absolut nicht happy um den 2-4-1, aber wir müssen hier ein bisschen gegen das Tempo der Gegenseite arbeiten. Ja, zwei Kreaturen ausspielen. Ja, das ist der ganze Trick. Das sind alle Tricks, die ich habe. Servitor hier zurückhalten, kann man machen, aber wer weiß, nachher können wir vielleicht doch noch irgendwie racen. Und zumindest on board brauchen wir nicht mehr Blocker. Gegenseite muss ja on board halt schon den Bearer ausspielen, um durch den Prisoner irgendwie durchkommen zu können. Ja. Was vermutet, wie gesagt, hier wäre jetzt eben Braid, Flameblast, Bolt einfach richtig gut gewesen. Aber manchmal sieht man die Sachen eben nicht, die man sich wünscht. Ja, manchmal sieht man nur Länder. Das kommt vor. Okay. Naja, das ist ja immerhin schon mal eine Karte, ne? Ich kann den Puppeteer fressen und anderes Gedöns machen. Ja, easy. Easy Angriff hier. Wir müssen selber auch Druck machen. Ja. Wie gesagt, wir können aktuell noch nichts gegen den Flieger machen, also müssen wir versuchen zu racen. Und wie gesagt, Scavenger ist nicht der allerschlechteste, wenn es darum geht zu racen. Hoffentlich kein Syncopate hier noch offen. Oh, naja, offensichtlich nicht. Das wäre schlimm gewesen. Weg mit dem Puppeteer. Enttönen. Ich hoffe, ihr habt jetzt dieses Geräusch nicht gehört. Ich habe hier offenbar noch ein Programm aus Versehen angelassen. Das kommt vor. Autschi, Autsch. Ach komm. Länder. Länder, Länder, Länder. Naja, wir können unseren Jailbreaker flippen dafür, ha? Ist nicht nichts. Aber wenn die Gegenseite nicht ähnlich flattet wie wir, dann haben wir hier trotzdem ein großes Problem. Och komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, mit Doppelblock bin ich einfach tot. Aber ein Sure Strike wäre schon richtig, richtig übel hier. Okay. Das ist gut. Lacerate Flash, okay. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich meine, wir müssen noch irgendwie eine Antwort auf den Assistant halt finden. Naja, das ist der Nachteil von diesen Karten, ne? Das ist ja dann auch nur richtig, dass man das auch mal so sieht. Das können wir offen lassen. Eieiei. Eieiei. Wie gesagt, keine Interaktion gezogen ist. Ja, es fällt auf. Es fällt auf, wenn die fehlt. Lacerate Flash, Blau-Rot ist ja eher dafür bekannt, Instants und Sorceries zurückzuholen. Als Kreaturen. Okay, falls Dinger kann uns nochmal was Neues ziehen. Das heißt, wir greifen hier an und werden dann danach die Foreboding Statue opfern, um
Neue Karten zu ziehen. Ah, oh nein, Moment, dann sterben wir ja. Ja. Das hat ihr keine. Ich habe gerade so. Wir verlieren zwei Leben, dadurch wir sterben einfach. Naja. Aber hätten wir ein Damage mehr machen können, hätten wir so die Gegenseite töten können oder so, was auch immer. Ja. Yeah. Speedrun, Mann. Speedrun ins Verderben. Gegenseite war on the play, glaube ich. War sie? Ja. Die Gegenseite war on the play und ja, hat mit ihrem fliegenden Assistant gewonnen. Wir konnten nichts dagegen tun. Leider, leider. Ist manchmal so. Jetzt sind wir on the play. Gibt es da irgendwas, was wir anders machen wollen? Celebrants. Hm, eigentlich sieht unser Deck ganz gut aus dagegen, würde ich sagen. Ja. Ich schätze mal, wir haben ja on the play bessere Chancen, aber... Also ich meine... Wir hatten ja keine schlechten Chancen. Es war wirklich einfach nur, dass wir nicht mit einem 4-3er-Flieger umgehen konnten dann. Das war alles. Und nicht schnell genug racen konnten. Kommt vor. Möchten wir auf jeden Fall on the play sein. Oh, ist keine schöne Hand. Ist ehrlich gesagt eine sehr unschöne Hand. Aber ist spielbar. Okay. Müssen wir eventuell Runde 3 ausfallen lassen und den Pamela dann für 4 spielen, wenn sich das nicht anders ergibt für uns. Aber das ist in Ordnung. Bolt ist gut. Ich halte hier trotzdem mal den Dissenter zurück, um lieber zu blocken als anzugreifen hier. Unwahrscheinlich, dass die Gegenseite blockt und ich will den ja lieber traden, anstatt einen Damage für einen Damage. Balumek ist sehr übel. Yep. Ja, nächste Runde ein Exploiter. Das ist, ja, zwei Top. Ja, ich weiß gerade nicht so ganz, was wir machen sollen, aber okay, Angie ist eine Hilfe. Die hat schon mal sehr gute Statuswerte, die kann drainen, die kann Sachen machen. Die kann uns vielleicht in Richtung von unserem Forest ziehen. Hey, das ist keine Disturb-Kreatur. Moment. Und wir haben mehr Power und Toughness, sodass wir weiter hier gut angreifen können. Hey, wer weiß? Wer weiß, Freunde? Wer weiß? Ach, er ist doch noch nicht alles verloren. Nur weil hier eine Runde 3 bei Lumeneck auftaucht. Auf jeden Fall kommt der Pamela-Boy hier raus. Wenn für 4 wäre natürlich noch schöner, weil das Biolume-Eck an Drohnen kann zu töten, aber brauchen eh nur noch ein Land, um das abzuschießen oder die Serpent oder was auch immer. Pository Scarp ohne Value. Okay, hey. Das ist in Ordnung. Jetzt hat die Gegenseite nichts gemacht, außer ein 3-Mana 4-4er und ein 4-Mana 3-3er auszuspielen. Und mit Verzögerung, also joa. Das beeindruckt mich jetzt nicht besonders. Klar, wir können jetzt hier nicht super angreifen. Wir haben auch nicht einen wirklich guten Scavenger hier, weil wir keine Kreatur bekommen. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich hier abwerfen würde. Also spielen wir ihn einfach aus. Wie gesagt, ist auch okay, ohne Value. Und jetzt haben wir ja schon zumindest mal die Antwort für einen Flieger. Und das Board sieht ja sehr gut aus für uns, ne? Und, also vor allem Late Game übernimmt Angie ja auch einfach, wenn sie am Leben bleibt, weil sie die Blood Tokens dann, gegen Leben eintauschen kann. Okay, ein kleiner Flieger, ein Lantern Bearer, whatever. Da bin ich jetzt einfach mana-effizient und der wird einfach schön geexiled. Und gut ist. Cassic Flame Breather. Können wir auf den verzichten? Wahrscheinlich können wir auf den verzichten. Es ist halt nur die Frage, ob wir überhaupt was anderes machen wollen, außer quasi für Angie hier die Blood Tokens poppen. Ich
wir ziehen ja auch mit Grizzly Ritual und sowas noch nach. Also noch bekommen noch mehr Blood Tokens. Ich will hier nicht irgendwie drain für zwei, wenn die Gegenseite auf 16 ist. Irgendwie muss nicht sein. Ja, das hier ist auch nicht perfekt, aber ist in Ordnung. Moment mal, Angie kann ja auch Kreaturen opfern. Gut, dass mir das irgendwann mal auffällt, dass ich meinen Doom Dissenter hier schon lange hätte eintauschen können gegen zwei Leben. Aber nicht, dass es super relevant ist, weil wenn wir unseren Felsdinger oder sowas ziehen, wollen wir ja eigentlich auch den Dissenter opfern. Okay. Jetzt kann ich sehen, dass wir es machen. Einfach um noch mehr, sozusagen noch ein bisschen mehr Statuswerte aufs Board zu holen. Und unser Mana halt auszugeben, weil wir ja nächste Runde das Ritual direkt einsetzen. Sehr wahrscheinlich keinen zusätzlichen Mana dann offen haben für irgendwas. Die Position hier ist okay. Wir haben ziemlich eindeutig das bessere Board. Wir haben keine doppelschwarze Karte, oder? Wir können also wirklich ernsthaft den Swamp hier nachher abwerfen. Dann ist die Frage, wollen wir lieber den oder die Serpent? Ja, wahrscheinlich die Serpent, ne? Kann ja doch nachher noch Sachen machen. Während die Celebrants halt onboard einfach keinen Angriff haben. Weil irgendwie blocke ich mit Angie und Magma Pamela. Okay, tötet Magma Pamela. 5-Drop gegen 4... Na, auch 5-Drop getradet, aber ich krieg dann noch für 3 den Wonderlight Spirit abgeschossen. Ja, ich glaube, es ist die Serpent. Die einzige Möglichkeit, wie die Gegenseite gewinnen kann, ist hier irgendwie mit uns mit Fliegerschaden unter Druck zu setzen und dann irgendwann Islands zu opfern, um die Serpent durchzubringen. Also ich bin zufrieden hiermit. Ich wäre jetzt noch zufriedener, wenn ich meinen Forest bekommen würde. Ja, genau. Wenn das einzig Relevante ist, dass der Wonderlight Spirit angreift, bin ich froh. Dann kann der Boden ruhig erstmal so bleiben. Ja, das hier ist alles andere als eine Katastrophe. Bisschen Value für die Gegenseite, aber... Wie gesagt, das ist schon eher ein Problem, würde ich sagen. Ne? Aber da sind ja unsere guten... First Strikers. Und zack, Angriff für 5 mit dem Magma Pamela. Bums. Ich habe ich habe meine Reach-Doodoos, ich habe noch eine ganze Menge Leben, ich habe Blood Tokens zum Opfern. Okay, aber nicht mit dem. Ja, dann. Ich kaufe dir das nicht ab, dass du hier was hast. Wenn du nicht mit dem Drake angreifst. Oh, okay. Habe ich falsch gesehen. Punished. Punished. Naja. Okay. Müssen wir ohne unsere Bombe gewinnen. Beziehungsweise ohne unsere eine Bombe. Nur mit unserer anderen Bombe gewinnen. Dann schauen wir uns das mal an. Klar. Klar, klar, klar. Wie gesagt, die Gegenseite ist auch wirklich bald tot von meinen Kreaturen. Ganz ehrlich, wegen Angie. Angie ist hier wild. Ich habe jetzt schon Drain für 6 auf dem Board. Ja, okay. Das hier wird nicht mehr lange dauern. Oh Gott, wir haben... Oh mein Gott, stimmt ja, das geht ja ins Gesicht. Wow, nice, okay. Okay, okay. Ich merke ein bisschen zu spät, was meine Karten alles machen. Wir sind in Runde 3. Okay. Okay, und spannendes letztes Match. Wir stehen 2-0 und jetzt geht's hier ums Ganze. Die Gegenseite hat ein schönes Deck, ja. Ich meine, Wonderlight Spirit mag ich nicht so gerne, aber der Rest gefällt mir echt richtig gut. Das sind alles wirklich hochqualitative Karten. Das wird gar nicht so leicht hier zu gewinnen. Also ich glaube vor allem, dass unsere Flame Blast Bolt und Abrade so wichtig sind. Mega. Unser Drain-Zeug, ganz ehrlich, könnte wirklich der entscheidende
Punkt sein, der uns hier gewinnen ist. Entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen ins Mikrofon gerülpst habe. Das passiert mir manchmal. Das ist, wenn man so viel Kaffee trinkt und Säure zu sich nimmt durch ganze Obst und so. Da kriegt man einfach so Sodbrennen-Scheiße. Und dann kommt das manchmal einfach hoch. Ich weiß, ein bisschen eklig, sorry dafür, aber wir sind ja unter uns. Und ich möchte natürlich euch auch sagen, das sind keine schlechten Manieren von mir. Nicht nur zumindest. Tja, wir haben ja nicht so wirklich halt geile Sachen zum Sideboard, ne? Noch ein Grisly Ritual, es geht einfach nicht. Das Pyre-Spawn ist schon irgendwie spannend, aber wie gesagt, hier hat die Gegenseite halt Flieger. Aber die Flieger sind so oder so auf jeden Fall ein Problem für uns, ne? Ja. Die könnten uns schlagen. Und sowieso kann die Gegenseite auch sehr, sehr effiziente Draws haben. Also auf jeden Fall, die, sag ich mal, die besten Draws von der Gegenseite sind wahrscheinlich besser als unsere besten Draws. Oh. Ja. Das ist so eine Hand, die will man nicht behalten, aber die kann man in meinen Augen auch nicht wirklich zurückschicken. Oh, danke. Oh, wie gut fühlt sich das an. Oh, nice. Bin ich froh, dass ich die Hand nicht zurückgeschickt habe. Nachher hat mir keinen Flame Blast Bolt gehabt. Und der hier macht ein bisschen Card Advantage gut. Das tröstet ein bisschen drüber hinweg, dass wir noch ein Land gezogen haben. Gosh. Und jetzt wetten irgendein Fall Drop oder so. Ah, das ist noch ein Land. Ey, bitte nicht so. Komm. Lass es nicht so zu Ende gehen. Ich meine, wir haben 4-3 Angreifer jetzt hier, aber an die Gegenseite ein, verdammt, wie heißt der nochmal? Diesen 3-1er Ghoster ausspielt. Geist. Ist das nervig? Okay. Auch ein 4-3er von der Gegenseite. In Ordnung. Damit können wir leben. Womit wir nicht leben können, ist noch ein Land, aber ey, manchmal ist das eben einfach so, wa? Drei Spells. 9 Länder. Das ist neu. Ja, Weary Prisoner ist zum Blocken da. Oh Gott, komm. Und jetzt der... Oh, come on. Ich meine, immerhin haben wir unseren Flame Blast Bolt einmal gehabt, aber... Also, da hat manchmal Paper Magic wirklich den Vorteil, dass du in so einer Situation einfach dein Gegenüber anlächeln kannst und oder die Hand mit 6 Ländern umdrehst und sagst, ich hätte dir gerne ein gutes Spiel geboten, aber das soll einfach nicht sein. Gegenseite blockt doch jetzt nicht mit dem Whispering Wizard. Okay. Die will uns anscheinend eine Chance geben. Naja. Brauchen mehr als nur eine Chance, um das hier zu gewinnen. Vielleicht hat die Gegenseite auch nur Länder auf der Hand. Wir nehmen 4 in der Luft nächste Runde. Alter. Oh Gott. Was? Nichts? Okay. Okay, Leute. Okay. Wir sind noch nicht tot. Okay, wir sind noch nicht tot. Sollen wir überhaupt angreifen? Es gibt die Daybreak Combatants. Obwohl, die töten uns sowieso, weil die den Spirit anwählen können. Also greife ich an, ja. Ey, wenn wir das hier gewinnen, ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Irgendwas muss ich ja dann machen. Ist eigentlich nicht möglich, dass wir das hier gewinnen, oder? Aber ist es unfair, wenn wir das hier noch gewinnen? Das auch nicht. Okay, das war's.
Oh, es tut mir so leid. Also ich meine, warum soll ich mich bei euch entschuldigen? Ich kann ja auch nichts dafür. Aber oh, das war ein schönes Setup. Das war ein richtig schönes Setup für so ein richtig spannendes drittes Spiel in Match 3. Und dann. Oh, ei, ei, ei. Naja, ja, das gehört zu Magic dazu. Das gehört zu Magic dazu, wie das der Sauerstoff in die Luft gehört. Es tut so weh. Oh, es ist halt auch so, dass ich wirklich. Ich habe jetzt schon irgendwie fast 10 Best of Threes gespielt und ich habe immer 2-1 gegangen. Wie gesagt, das habe ich schon beim letzten Draft gesagt. Ich kann mich ja schwerlich wirklich darüber beschweren. Aber es ist halt nur so ein bisschen, ja, flach halt, ne? Also, da würde ich mir fast lieber ein bisschen mehr auf und ab, ne? Und dann mal der triumphale 3-0 oder so, aber es soll einfach nicht sein, ne? Wir kriegen einfach keine Trophäe, aber so richtig schlecht performen wir auch nie. Ich meine, ich habe gerne eine stabile Winrate, ne? Also, wie gesagt, wenn ich für den Rest meines Lebens quasi eine Winrate von 66,6% bekomme, 66,7, sollten wir streng genommen aufgerundet sagen, dann ist das ja ziemlich nice, ne? Aber, tja, wo bleibt die Trophäe, Leute? Wo bleibt meine Trophäe? Ich habe mir diesen Pokal verdient. Verdient. Als würde es bei Magic um Verdienst gehen. Aber ich meine, trotz allem, das war, würde sagen, auch wieder ein relativ wilder Draft hier. Also die ersten beiden Matches waren ja, komisch. Und das dritte Match war eigentlich ziemlich spannend gegen ein ziemlich gutes Deck, aber wir sind leider eben brutal geflooded im letzten Spiel und konnten halt nicht wirklich. Ja, nicht wirklich was tun, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich fand unser Deck nett, ne? Wie gesagt, absolut kein, nicht das Premium schwarz-rote super synergistische Deck, sondern halt, wir haben so ein bisschen unser eigenes Ding gemacht mit so ein bisschen Kram. Oh, die letzten, ey, hier die 5 Magma Pamela Damage ins Gesicht und dann Angie hinterher. Das war schön. Deswegen, wie gesagt, das letzte Match war trotzdem, wie es geendet ist, war es cool. Aber dass man so Sachen halt haben kann, ne? Wie gesagt, dass wir nicht einfach, okay, wir kommen mit unseren Aggro-Kreaturen raus und haben dank unseren Blood-Tokens Action bis zur Runde 10 und überwältigen dich einfach. Ich sag mal so, das ist so, wie Schwarz-Rot vermutlich so gedacht ist von der Synergie her. Dass dir einfach nie die Zaubersprüche ausgehen, weil du halt immer alle Länder später abwerfen kannst und so. Und vor allem eben aggro-basiert zu spielen. Ne? Das sieht man ja schon an den roten Vampiren und so. Die sind ja alle so ein bisschen aggressiv eher, ne? Haben Menace und Trample und eher mehr Power als Toughness und so weiter. Belohnen dich fürs Angreifen nachher. Ja. Aber man kann es eben auch irgendwie ein bisschen value-basierter spielen. Und hier sind eben durch die speziellen Picks, die wir gemacht haben, durch wie unser Draft gelaufen ist, ein bisschen anderes Deck, ne? Weil ich jetzt noch nicht mal so ein Wort habe, um das gut zu charakterisieren. Aber eben, wir haben quasi Karten, die einfach selbst das Spiel treiben, wie Halana und Alina natürlich. Brutale Bombe, eben deswegen haben wir sie gefirstpickt. Wir haben eben auch solche fast schon eher synergiebasierten Bomben, weil du brauchst ja Vampire und oder Blood Tokens, um Angie wirklich richtig gut zu machen. Sonst ist sie zwar gut, aber keine Bombe. Ja, oder dann halt auch die drei Diagraph Scavenger. Ich finde eben, die haben tolle Arbeit gemacht. Ne? Würde ich auf jeden Fall weiter so spielen. Obwohl ich natürlich jetzt drüber nachdenken würde, wenn ich wirklich Schwarz-Rot spiele, ob ich in einem 4-Drop-Slot nicht meistens einen Socialite vielleicht spielen will, also ein 4-Mana-3-3er-Menace, der ein Blut macht und im Angriff ein Blut opfern kann, um plus 2 zu bekommen. Da könnte man natürlich drüber nachdenken. Aber eben, wir hatten die Wahl nicht. Wir haben so gepickt und so die Karten bekommen und ja. Dann haben wir manchmal unsere Doomed Dissenter-Felsdinger-Kombo gehabt oder eben
jetzt nicht mehr brauchbare Kreatur. Opfern wir mit Felsdinger, ziehen neu. Cool. Vampire's Kiss haben wir jetzt leider nur einmal gesehen, wo es wirklich gute Arbeit gemacht hat mit den beiden Cathic Flame Breathers. Ja, ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich einen großen Eindruck davon bekommen. Ich meine, jetzt im letzten Spiel, ganz ehrlich, hätten wir zwischendurch Vampire's Kiss gezogen, hätte das Spiel ganz anders laufen können, weil wir halt unsere 1000 Länder, zumindest zwei, hätten abwerfen können, hätten ein bisschen Leben bekommen, um auszugleichen und zu stabilisieren. Also, wer weiß. Ja. Wenn ihr noch was zu dem Deck zu sagen habt, dann schreibt mir das doch sehr gerne unten in die Kommentare. Ich lese natürlich jeden Kommentar und wenn ich sie nicht kommentiere, dann like ich sie wenigstens. Sei denn, die sind sehr unhöflich. Und ja, also wie gesagt, ich bin für jeden von euch, der zuschaut, dankbar. Wenn das nur eine Person anschauen würde, würde ich immer noch weiter Videos machen. Also vielen Dank schon mal dafür, dass ihr hier eingeschaltet habt. Macht es doch gerne weiterhin und dann bis bald. Bleibt geschmeidig. Oh, jetzt holen wir jetzt natürlich noch unseren Preis ab. Oh, lololololo. Tschüss.